Die Saat der Sonne. Wie still es hier ist. Wo sind denn die Tiere hin? Oh ja, das ist wirklich seltsam. Sie sind alle weg. Oh, sieh einer an. Da ist doch jemand. Dann müssen wir uns also keine Sorgen machen. Komm nur, keine Angst. Es reicht ja für zwei. Weg da! Ja, Kari! Oh. Krieger, hast du mich erschreckt? Du jagst, das tust du doch sonst nicht, oder? Ich muss ja. Ja? Ich bin hungrig und ganz schwach. Das ist ja furchtbar. Ich helfe dir. Ich habe noch nie gesehen, dass du es mal eilig hast. Vater, was wird, wenn die Jäger keine Bisons mehr finden können? Das wird nicht geschehen. Sie kehren zurück. Und bis dahin teilen wir unsere Vorräte, damit niemand von uns hungern muss. Bären sammeln. Das ist wirklich nichts für einen Jäger wie mich. Also, ich wäre ja dankbar für diese leckeren Früchte. Was anderes kriegst du heute nämlich nicht zu essen. Au, und wenn keine mehr da sind, was dann? Seid ohne Sorge. Mutter Erde wird immer für ihre Kinder sorgen. Ich will euch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die uralt ist. Vor langer Zeit verirrten sich einmal zwei Kinder in der Prärie. Sie hatten Hunger und Durst. Doch da kam ihnen eine alte Frau entgegen. Sie gab ihnen zu essen und zu trinken. Bald war aber nichts mehr übrig. Und die Kinder hatten immer noch großen Hunger. Da beschwor die alte Frau Mutter Erde. Mutter Erde erbarmte sich und schenkte den Kindern die Saat der Sonne. Und sie mussten nie wieder Hunger leiden. Diese Saat der Sonne könnten wir jetzt auch gut gebrauchen. Ja, dann öffne die Hand, Jakari. Die Saat der Sonne. Die sind ja härter als Kieselsteine. Wer kann denn sowas essen? Würdest du mir auch glauben, dass einer dieser Sonnensamen wertvoller ist als alle Steine dieser Kette? Eine schöne Kette. Nimm sie nur. Ich weiß nicht. Ein Stück getrocknetes Fleisch ist wertvoller. Schnelle Schildkröte. Ich höre. Was willst du, Jakari? Was bedeutet das alles? Beobachte die Natur um dich herum genau, Jakari. Und vor allem vertraue immer auf Mutter Erde. Lass der Zeit ihren Lauf. Und du wirst sehen, es wird alles gut. Wo gehen wir hin? Ich weiß es noch nicht, kleiner Donner. Ich würde gern etwas für den Stamm tun, aber schnelle Schildkröte hat gesagt, ich soll der Zeit ihren Lauf lassen. Was wollte sie damit sagen? Und ich weiß auch nicht, was ich mit den Schätzen tun soll, die ich von ihr hab. Zeig mir mal die Sonnensamen. Ich wüsste vielleicht was. Sie sehen doch ganz appetitlich aus. Und die kann man nicht essen. Hey! Die sind nicht für dich! Schnell! Sie darf nicht entwischen! Ah.
Oh, alles in Ordnung? Hey, komm zurück. Gib mir die Saat der Sonne zurück. Na los. Hast du dich verletzt, Yakari? Ja. Du wirst dir schon was Besseres einfallen lassen müssen, wenn du die Körner wiederhaben willst. So schnell gebe ich nicht auf. Und dann ist da noch das hier. Und was nützt das? Ich verstehe nicht. Ich komme mit! So, gleich werden wir sehen, wie gern diese diebische Elster klaut. Danke, Elster! Hoffentlich war ihr das eine Lehre. Wir haben die Sachen wieder. Und sogar alle. Oh nein, ich habe die Saat der Sonne verloren. Es wird schon dunkel, Yakari. Das ist alles, was ich wiedergefunden habe. Die Prärie ist so groß. Sind weg. Es tut mir leid, schnelle Schildkröte. Hier, auch die hätte ich fast verloren. Nimm sie zurück. Oh nein, du darfst nicht denken, sie seien nun verloren, weil die Saat nicht verloren geht. Aber ich finde sie niemals wieder. Glaubst du? Ich sagte dir schon, setze dein Vertrauen ganz in Mutter Erde und lass einige Monde vergehen. Dann wirst du sehen, die Saat ist nicht dahin. Aber die sind ja lecker.
Gedanken. Wir sollten was davon mitnehmen. Vielleicht kann man damit was kochen. Köstlich. Gibt's noch mehr? Der Maisbrei ist zudem auch nahrhaft und sättigend. Solange die Saat der Sonne in der Prärie keimt, werden die Sioux keinen Hunger leiden und darben. Wir haben noch jede Menge davon. Und wenn wir wollen, dann können wir noch viel mehr ernten. Ich hab dir doch gesagt, die Samen sind nicht verloren. Mutter Natur schenkt uns zurück, was wir ihr geben. Sie sind wieder da! Die Bisons sind wieder da! Bisons? Ja! Ruft ja. Alle Jäger zusammen! Laut, sie kommen wirklich! Danke, Mutter Natur, dass du die Kinder der Prärie behütest. Das Gesetz der Natur. Ich werde dich schon finden, kleiner Dachs. Ich habe ihn noch jedes Mal gefunden. Oh. Oh. Hey! Ich hab gewonnen. Meinst du? Ich weiß schon genau, wie das enden wird mit den beiden. Das war nicht in Ordnung. Was? Schummeln gilt nicht. Ja, Kari, hä? Hörst du das? Da, die Jäger sind zurück. Los, wir begrüßen sie. Ja! Ja! Konnte uns diese Bisonkuh nur entwischen, das war zu dumm. Das wird ganz bestimmt nicht wieder vorkommen, kühner Rabe, glaub mir. Die Fährte auf der Hochebene ist noch ganz frisch. Was hast du, mein Sohn? Dich scheint doch etwas zu bedrücken. Du hast mir doch gesagt, wir Sioux jagen nur, was wir nötig haben. Das ist richtig. Der Bison, den wir erlegt haben, wird unseren Hunger stillen. Er gibt uns Fleisch, Fett und warme Decken. Durch ihn können wir überleben. Ein Bison reicht doch dann erstmal, oder? Sicher. Und warum wollen sie dann noch mehr töten? Du gibst der Wut in deinem Herzen Raum. Das ist nicht gut, Yakari. Hm. Die Wut ist ein schlechter Ratgeber. Es macht ihnen Spaß, Bisons zu töten. Sie wollen immer nur jagen. Beobachte die Natur und lerne. Dein Pony wird dich führen, Yakari, denn die Natur ist unser Lehrmeister. Sie wird dich auch lehren, die Wut zu zähmen. Wo will er denn hin? Hat er etwa keinen Hunger? Er kommt ja wieder. Schon klar. Er muss erst mal damit fertig werden, dass er beim Versteckspiel verloren hat. Sie haben von der Hochebene gesprochen. Bison-Kuh unbedingt vor den Jägern finden, kleiner Donner. Sag mal, Yakari, was willst du denn machen, wenn wir sie zuerst finden? Gegen zwei Jäger des Stammes kannst du doch nichts ausrichten. Mal sehen. Da
Da sind Spuren eines schweren Tiers. Und Fell. Vielleicht war das ein Bison. Oder eine Bisonkuh. Kleiner Donner! Der Junge folgt der falschen Fährte. Yakari muss noch viel lernen. Einige Bisons waren hier, aber nicht die Kuh. Es ist schon fast dunkel. Bald können wir nichts mehr sehen. Wollen wir nicht lieber umkehren? Nein. Ich habe die Fährte verloren. Die finde ich jetzt sowieso nicht wieder. Morgen haben wir mehr Glück. Spitzen sind scharf. Wir müssen morgen auf der Hut sein. Die Bisonkuh wird es uns sicher nicht leicht machen. Sie ist sehr stark. Hunger. Jetzt ein bisschen von dem Trockenfleisch. Meinst du etwa das getrocknete Bisonfleisch? Mm. Ein paar Nüsse werden es auch tun. Nur keine Sorge, ich nehme ja nur ein paar. Ja, die Jungen dieses Vogels sind hungrig, ebenso wie die Menschen Hunger haben und essen müssen. Es ist gut, dass du die Tiere beschützen willst, Yakari. Aber auch der Greifvogel will überleben, genau wie die Menschen. Und beide müssen dafür jagen. Es ist das Gesetz der Natur. Die Herden der Bisons sind wie Wolken. Verschwinden sie heute hier, ziehen sie morgen dort über den Himmel. Doch das gilt nur so lange, wie die Menschen nicht mehr Bisons den Tod bringen, als sie für ihr Leben brauchen. Hey! Was ist mit mir passiert? Yakari, würdest du ihn bitten, von meinem Rücken runterzugehen? Na, da hast du aber ziemlich großes Glück gehabt. Denk dran, er könnte wiederkommen. Na los, kleiner Donner, suchen wir jetzt die Fährte. Ich möchte die Bisonkuh jetzt endlich mal sehen. Keine Spur mehr zu entdecken. Sie muss längst fort sein. Aber... Vorsicht, Yakari! Hey! Weg da! Oh. Ja! Ja! Geh nach Hause, das ist zu gefährlich. Oh, nichts zu machen. Na also, jetzt hast du es ja gesehen. Komm, es ist wirklich zu gefährlich. Kühner Rabe und auch spitzer Pfeil. Ich hatte es geahnt. Sie wollen unbedingt noch mehr jagen. Aber das lasse ich auf keinen Fall zu. Ich werde die Bisonkuh retten. Ah.
bedeutet... Na? Oh. Wir sind zu spät. Sie haben sie getötet. Es ist aus. Oh! Lass mich los! Kleiner Dax! Ich hab dich ja, Kari. Lass mich sofort los. Du hast verloren. Und sag ja nicht, dass ich geschummelt hätte. Psst, komm mal mit. Kühner Rabe und Spitzer Pfeil haben eine Bisonkuh erlegt. Noch ein Bison? Aber warum? Was macht ihr zwei hier? Du solltest doch heimgehen, Yakari. Sie lebt ja noch. Natürlich, Yakari. Kommt mit. Sie wurde am letzten Tag der großen Jagd verletzt. Aber sie wird durchkommen. Hier in dieser Höhle ist sie in Sicherheit. Da wird sie von niemandem angegriffen, Yakari. Aber dann habt ihr ja nur... Nur geholfen, richtig. Wir haben sie hergetrieben, damit sie in der Höhle Schutz findet. Das war äußerst gefährlich und wir mussten sehr gut aufpassen. Sie war ganz verängstigt und hätte alles getan, um ihr Junges zu beschützen. Wir müssen uns um sie kümmern. Denn wenn sie stirbt, bekommt ihr Junges nichts zu fressen und wird auch sterben. Es durften nicht zwei der wunderbaren Tiere so verenden. Die Bisons sind lebenswichtig für uns. Ich verstehe. Lassen wir sie jetzt in Ruhe. Ich hatte mich geirrt. Die Wut hatte mich blind gemacht. Jetzt aber habe ich genau hingesehen und verstanden. Ja, alle Lebewesen auf der Erde müssen in Einklang zusammenleben. Das gilt vor allem für uns. Hungrig? Ja, vielen Dank. Hey, ich bin auch hungrig. Kühner Blick, kriege ich auch was ab? Ich habe einen Bärenhunger.